Anstoß, Freunde, was soll ich sagen? Wir sind zurück in der Winterpause der Saison 2030-2031 hier beim ersten FC Köln, hier auf meinem Kanal. Ich bin immer noch der Colt. Und wir versuchen immer noch die Champions League zu gewinnen und unseren Titel, unseren Meistertitel, mittlerweile zum dritten Mal zu verteidigen. In der Liga sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus. Champions League sieht es allerdings relativ übel aus. Wir brauchen Siege und das möglichst viele. Aber ihr seht die Gruppe, das ist natürlich die Höllengruppe. Aber grundsätzlich ist es machbar. Wir haben auch 30 Millionen, die wir noch einsetzen können. Vielleicht können wir noch mal etwas nachlegen. Schon erstmal, dass wir vielleicht einige Spieler verscherbeln können. Mit ihm möchte ich gern verlängern, dass ich ihn dann vielleicht verleihen kann. Vielleicht lässt sich der Rizzo verleihen. Ja. Vielleicht ja auch Petric. Nein. Vielleicht er? Nein, auch nicht. Und wie sieht es mit unserem Stürmi aus? Ja, mit unserem Stürmer, der lässt sich verleihen. Wir setzen dementsprechend noch die beiden Jungs hier auf die Transferliste. Schauen noch mal, wo wir eigentlich noch was machen könnten. Ja, wir müssen unsere Jungs auf jeden Fall fit kriegen, unter anderem natürlich genau den guten Mulatieri. Der befindet sich allerdings auf einem guten Weg, ist ein riesiges Talent, aber auch schon 31 Jahre alt und besitzt ein riesiges Talent. So, dann haben wir natürlich noch eine Weihnachtsfeier, die wir machen müssen. Haben dann EM-Qualifikationsspiele und Freundschaftsspiele, gehen aber noch ins Trainingslager. Da wollen wir nicht zu weit weg, hier an die Algarve reicht. Und wir schauen tatsächlich mal auf den Markt. Was es denn da alles noch so geben könnte. Na, zu viel ist es nicht. Musiala. Natürlich, jenseits von Gut und Böse, wird's ebenfalls. Da brauchen wir nicht reden. Das ist sowas, was man auf keinen Fall kaufen kann. Diallo ebenfalls nicht, Fofana. Okay, das sind natürlich Preise jenseits von Gut und Böse, die wir uns definitiv nicht leisten werden. Aber da sieht es doch gar nicht mal so schlecht aus, dass wir uns da vielleicht noch mit einem Schnäppchen bedienen könnten, wenn es dann sowas noch gibt, um auch den Kader noch mal breiter aufzustellen. Ja, noch ein Torhüter bringt uns eigentlich nichts. Ramsey im Offensiven, der kann aber auch Stürmer spielen, das wäre gar nicht mal so verkehrt, wenn wir Aaron Ramsey noch unter Vertrag nehmen. So hart das klingt. Genau, Kirstein wird wieder spielen. Wir werden die linken Ecken natürlich schießen lassen vom Heimwerker König. Die Elfmeter schießen wir selbst, falls es welche gibt. Jo.
Freistoßschuss. Könnte da Rieder übernehmen. Ah ja, hier haben wir auch noch mal die Möglichkeit, dass wir trainieren. Da können wir uns mit reinnehmen ins Training. Ja, können wir uns selbst noch mal trainieren. Im Einzeltraining. Ayala Lopez, okay. Schauen wir mal, dass wir ihm ein vernünftiges Angebot machen für die nächsten 3 Jahre. Fantastisch. Ramsey ist einer, den ich mir vorstellen könnte, noch im offensiven Mittelfeld. Der kostet auch fast nichts. Der kann auch mal im Sturm spielen zur Not. Okay, der möchte nicht. Dann eben nicht. Musiala. Gut, wir spielen gegen Estland. Schauen wir mal, was wir da machen können. Es ist ein Freundschaftskick. In erster Linie geht es darum, dass unsere Spieler natürlich bestmöglichst Spielerfahrung sammeln. Wird eine harte Saison, gerade in der Champions League. Da werden wir nächstes Jahr wieder angreifen müssen. Aber ich würde natürlich zu gern den Titel zum dritten Mal verteidigen. Wäre insgesamt der 4. Meistertitel, den wir holen mit Köln. Handwerker stark. Obus. Zesche von Schalke im Tor. Rikan. Rikan bringt die Esten in Führung. Macht aber nichts. Wie gesagt, das ist ein Freundschaftskick. Wir spielen ja leider auch nicht, oder was heißt leider, wir spielen auch nicht mit der Bestbesetzung. Da wir uns selbst und Tim Handwerker integriert haben. Dann schauen wir mal, was wir noch bringen können. Erik Steiner zum 2-0. Wir werden das verlieren. Beleid mit dem Tor. Ja, 2-1 verloren. Das ist natürlich nicht schön. Macht aber grundsätzlich nichts. Sevilla auf Platz 11, das ist interessant, aber da haben wir natürlich hier jetzt den viel besseren Kader und die klare Möglichkeit hier auch was zu gewinnen. So, jetzt könnten wir nochmal schauen, ob wir vielleicht Ayala Lopez verpflichten, verleihen können. Das wäre natürlich was. 30 Millionen. Jetzt schauen wir nochmal. Ne, wir warten mal ab, ob sich die Leute noch verstärken oder eben nicht. Ist ja auch noch so eine Sache. Sackig.
kommt rein, Dennis Erdmann kommt rein. Regeneration ist mal angesagt. Okay, und dann schauen wir mal, dass wir die Slowakei in Spiel 2 besiegen. Oh, wir können gleich ein Tor schießen. Wir können gleich ein Tor schießen. Flache in die Ecke. Ja. Jawohl! Erste Minute, erster Treffer. Wir sind supi. Ja, so wollen wir das. Dennis Erdmann. Gelb. Na, wir haben sie in Führung gebracht, die Deutschen. Musiala willkommen. Ja, mal Musiala, dann macht das. Handwerker? Jazza? Ja, mega gut. Wir sind auch noch Spieler des Spiels. Sehr gut. Wir schauen mal, dass wir den guten Mulatieri hier nochmal mit rein machen. Wolverhampton kommt weiter im Ligapokal. Und wir haben noch 2 Wochen Zeit, um uns auf Nizza vorzubereiten. Gegen Nizza sollten wir gewinnen. Okay, sein Vertrag läuft wahrscheinlich aus. 30 Jahre alt, ja, ihn will ich behalten auf jeden Fall. Auch wenn er keine großen Marktwerte mehr hat. 26 Millionen nur noch, also werden wir nichts mehr kaufen. Okay. Everton legt nochmal nach. Sie wollen ihn also in die Premier League holen. Da haben wir doch was dagegen. Everton ist tatsächlich sehr hartnäckig. Sie wollen ihn tatsächlich unbedingt haben.
Aber auch ich möchte ihn unbedingt behalten. Wir sind eh nicht so gut aufgestellt, was. 100.000. Was Innenverteidiger anbelangt. Willst denn du verdienen, mein Freund? So, jetzt ist aber Schluss. Okay, dann Wechsel ablösefrei. Da finden wir sicher Ersatz für Kosuano. Aber diese Summen bin ich nicht bereit auszugeben. Dreißig ist der Handwerker schon. Ja, bei uns gibt sich da überhaupt nichts. Kosuanu geht. Jetzt schauen wir mal, was die anderen so verdienen. 1,7. 2, ja gut, er hätte wesentlich mehr verdient. Verdient jetzt 1,5, ja, der 3 Millionen verdient. Nee. Okay. Gibt es da noch Spieler, dessen Vertrag ausläuft? Ja. Er zum Beispiel. Trainingsfaule war eine Frohnatur. Nö, den brauchen wir nicht. Jude Bellingham. Aber der verdient mir zu viel. Gaetan. Okay, auch ihn müssen wir verlängern. Sonst haben wir ein Problem. Interessant, wenn du Bellingham verpflichten könntest. Und da sind wir echt gut bestückt gerade. Okay, dann schauen wir mal. Was denn der Markt so hergibt. Okay, ja, der wird auf jeden Fall was für uns hergeben. Theo Liesmann zum Beispiel. Vielleicht kann man ja mit ihm für nächstes Jahr verhandeln. Oder wir warten, bis die Transfer der Transfermarkt abgeschlossen hat.
Ist das also noch okay, wir können mit ihm verhandeln. Könnten uns den noch für 11 Millionen sichern. Wäre doch durchaus ein Schnäppchen. Gaetano, okay. Der geht also nach Dortmund. Müssen wir schauen, 7 Jahre hat er noch. Wir werden Sakic allerdings bringen. Und auf Technik setzen. Im Spiel gegen Estland. Eine ganze schön zahlen müssen. Wissen Sie, Herr, heute ganz schön zahlen müssen Sie das Rennen machen. Na dann. Ja, das ist ein Schnäppchen, den wir da gemacht haben. Für nächstes Jahr. Estland. Wir spielen zu Hause und wir machen unser Tor für Deutschland. Und Jamal Musiala legt nochmal nach. Richtig gut. Läuft in der Nationalmannschaft. Auch wenn es nur ein Testspiel ist, aber egal. Kirstein. Kommt. Oh, jetzt gibt es auch noch Gelb-Rot für die Esten. Das würde ich schon gerne noch mal ausnutzen. Gefühl für nach innen. Murphy packt sich ja zu. Kommt man nicht. Tim Handwerker, der Spieler. Also, wenn mir nichts passiert, 2 Tage wieder einsetzbar. Okay. Leute, Leute, Leute. Also ein bisschen haben wir schon vorgebaut. Der aktuell letzte ist Augsburg. Bei welcher NBM in Japan zum ersten Mal teil? 98. Darf ein Spieler mit Straßenschuhen eingesetzt werden?
Welcher Argentinier verschoss bei der Copa America 3 Elfmeter in einem Spiel? Martin Palermo, jetzt müsst ihr euch mal schaffen hier. Welcher Spieler kostete 86 Werder Bremen den sicher geklappten Titel, indem er einen Elfmeter in der 89. für Bayern verkauft? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Wer war bei der Hin- und. Oh, 90. Raimund Aumann. Dachte ich mir, dass es nicht der Eike mehr war. Heini Mutecht. Okay. Jetzt schauen wir mal. Hemel Hempstead gegen Braintree Town. Nie gehört. Alter. Kulu ist besser drauf. So. Wir probieren so. Darida, Benze Darida. Wir haben in der Champions League nur eine Chance, wenn wir punkten. Schau, Felix, ganz wichtiges Tor, ganz, ganz wichtig. Und Maianelli. Mega. Gang zurück. Gang zurück. Wir gehen in den Konter. Wild hoch. Das ist mega, was hier läuft. Wild hoch aus vollem Lauf. Aarons, komm, nimm Wildtor den Ball ab. Nein. Latza. Okay. Das Seitenhaus. Saracchi. Bildtor. Mit einem Sieg lebt die Chance wieder. Ganz klar. Wie schaut es im anderen Spiel aus? Wolverhampton gegen City. 1:4 für City. Da hätte ich mir lieber Wolverhampton gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Wir gewinnen 3-0. Mega. Ja, okay. Okay. Damit aber alles noch drin. Denn wir spielen ja noch gegen City und gegen Wolverhampton. Sechs Punkte sind ja noch. Köln. Kulu. Wir nehmen den an. Drehen uns. Jawohl. Viertes Tor. Sau stark. Tavares.
Terence gegen Wickamp. Schafft es nicht, ihn vorbeizutrennen. Tavares. Dem Handwerker, der Heimwerkerkönig, wird abgeschüttelt. Tavares. Knapp vorbei. Nekonam, komm. Genau auf den Torwart. Der packt allerdings leider sicher zu. Direkter Freistoß Hannover. Pebble. Boah. Kadita. Kumbula ist da. Ciao, Felix. Jawohl, da kann man nichts, da kann man nicht meckern. Zulinski, Ben Zulinski. Und wir gewinnen und wir sind Tabellenführer. Das ist richtig gut. Saliba, okay. Da müssen wir jetzt tatsächlich mal schauen, dass der auf jeden Fall bleibt. Und wir haben das nächste Spiel gegen Polen. Oh, Beleid ist der Torschütze des Jahres, okay. Der ist 2 Wochen verletzt, okay. Wir spielen dann mit Musiala gegen die Polen, die allerdings in Führung gehen. Okay, das sieht alles schon mal nicht so lustig aus. Wir wollen natürlich zur EM. Handwerker, jawohl. Benze Darida legt ihm auf. Eine Kölner Produktion. Ach du Schande, jetzt hat es den Heimwerkerkönig erwischt. Ich hoffe nicht ernsthaft, dass Ben Federida bringt Deutschland in Führung. Eieieiei, hoffentlich nichts Schlimmes. Bauchmuskelzerrung, okay. Benfica möchte ihn, okay. Der Junge wird teuer. Aber ich will ihn behalten. Ich will ihn auf jeden Fall behalten. Gut. Zum Dank dafür darf er jetzt auch antreten. Handwerker kann spielen. Okay. Einwurf für die Hertha. Na? Kadit raus aus der Gefahrenzone damit. Choklot Martin bringt sie in Führung. Doppelpack.
Okay. Okay. Das heißt, in Halbzeit 2 werden wir auf jeden Fall was ändern. Die spielen hier gerade mit uns Katz und Maus und machen, was sie wollen. Jawohl, schau Felix. Jawohl, Doppelpack. Kulusevski, nimmt den Ball mit. Spielt nach links. Nekonam, nimmt den Ball mit. Recki. Zu Ende. UI-Cup. Wollen wir spielen? Genau. Ordentlich. Okay, dann schauen wir mal. Gegen Wolverhampton. Maianelli. Ausgleich. Handwerker. Kulusevski. Rot jetzt auch noch bei Wolverhampton. Darida. Wird gehen. Beppo Eder wird auch kommen. Spannend. Maianelli. Wir gewinnen das Spiel. Und
Damit erlebt die Chance natürlich wieder. Zapata. Boah, ganz stark. Eins, eins. Hulu bringt uns in Front. Majanelli, Nekonam, Saliba. Janelli. Mies. Ganz miese Geschichte. Schauen wir mal, wer den europäischen Supercup gewinnt. Wo der hingeht. Der geht natürlich an den FC Arsenal. So, wir spielen gegen Schalke.
3-1 ist natürlich nicht so dufte. Seiten aus. Eieiei. Einwurf, Handwerker. Keiner kommt dran. Tja, Leute, da muss sich was ändern. Da muss sich definitiv was ändern. Cooler. Okay. Noch unser Tor bringt da wenig. Jo, da verlieren wir das Spiel. Und jetzt natürlich das Spiel der Spiele. Gebt eure Tipps gerne in die Kommentare ab. Wie werden wir spielen? City im Pokal. Kommen Sie mit einer Niederlage. Ich sage ja. Könnte Vorteil für uns sein, muss aber nicht. Ja, wir spielen mit der Startaufstellung. Der Fakt ist, wir müssen gewinnen. Kassieren jetzt aber rot. Und damit ist die Sache eigentlich gegessen. Pinze Tarita. Tarita. Oh mein Gott. Wir machen das zweite Tor. Und Nizza für 2-0. Ich verrecke. Ich verrecke. Bunkern. Bunkern. Nur noch bunkern. Irgendwie bunkern. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ahrens. Ahrens. Wir sind weiter. Leute, das könnte was werden. Kredit. Okay. Okay. Ruhig, Leute, ganz ruhig.
Jetzt heißt es kämpfen. Handwerker, komm. Sehr gut. Der Arida wird aufgelöst. Um wieder zwei Innenverteidiger zu haben, komm. Ja, wir sind weiter. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Sogar als Tabellenerster. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt gegen Arsenal. Oh Leute. Das ist mega. Wir wurden zum Trainer des Monats gewählt, ja völlig zu Recht, würde ich mal sagen. Pauli muss zu uns und geht in Führung, okay. Maianelli. Handwerker, mach ihn rein. Jawohl. Sein drittes Tor. Maianelli scheint angekommen zu sein. Kulusevski. Aarons nimmt den Ball mit. Komm. Jawohl! Finn-Ole Becker, okay. Maianelli macht selbst. Ein höchst interessantes Spiel für die Zuschauer. Für die Neutralen auf jeden Fall. Pasalic. Jawohl. Gehalten. Monza und Körle. Warte, will Körle von uns? 1,2 Millionen. Ich weiß aber nicht, wie viel wir jetzt kriegen. Mal gucken. 2,14. Da würden wir uns ja komplett. Verschlechtern. Das wollen wir niemals raus. Also werden wir definitiv nicht mit ihnen verhandeln. Boah, richtig gut. Arsenal hier noch vertreten? Nein. So. Newcastle hat sich an die Spitze gesetzt. Burnley abgeschlagen mittlerweile. Wir schauen, dass wir Freiburg unter Kontrolle kriegen. Im Breisgau. Nekunam. Maianelli. Darida. Nekunam. Maianelli. Darida. Läuft im Mittelkreis. Überlegt einen Moment. Zieht einfach mal ab. Meter vorbei. Freiburg auch vorne mit dabei. Kumbula Darida nimmt ihn mit. Aarons. Okay.
Marianelli. Aaron's. Oh. Benzed Arena. Da kannst du im Moment wirklich nicht meckern. Aaron's dreht sich, flankt in die Mitte. Aaron Berzel ist zuerst am Ball. Aaron's. Felix drüber. Okay. Jo. Wir machen unser sechstes Tor. Nekona mit Gelb. Mulatieri. Sein erstes Tor dieses Jahr. Und es gibt keinen, wirklich keinen, der ihm das nicht gönnt, Leute. Wir machen unser siebtes Tor. 4-0 mittlerweile. Wow, im Breisgau gibt's die Hucke voll. Ja, das wird schon besser. Da kommen wir schon hin. Cosuano hätte ich gerne. Rippenbruch, Gott, Scheiße. Okay, wir spielen mit Zapata, der die Aufgaben im Spiel ebenfalls übernehmen wird, und zwar die rechte Ecke schießen wird. Im Emirates Stadium. Soppi, Brandon Soppi. Oh Mann. Ja, Eigentor. Was bist du da machen? Okay, ich würde mal sagen, da ist Schluss für uns im Viertelfinale. Kulusevski. Lebt noch ein bisschen, ein ganz, ganz kleines bisschen. Nächste Kracherspiel gegen Bayer Leverkusen, das Derby, ausverkauft natürlich. Nur wo ist Bayer Leverkusen? Die brauchen dringend Tore, noch dringende Punkte. Marianelli.
0-0. Ja. Also gegen Arsenal muss schon ein kleines Wunder jetzt her. Kulusevski hat zum Glück für uns das Tor gemacht. So, jetzt spielen wir gegen den VfB Stuttgart, der in Führung geht. Das müssen sie auch, denn Stuttgart kämpft gegen den Abstieg. Hoffenheim führt und wir verlieren dieses Spiel gegen den VfB. Na, zum Glück für uns hat Hoffenheim noch den Ausgleich kassiert. Ja, jetzt werden wir sehen, was es wert war. Dieses Auswärtstor. Nee, können wir. Lässt unsere Leute jubeln. Tja. Ja, jetzt kann nur noch ein Wunder helfen. Ja, da sind wir leider ausgeschieden. Haben uns dennoch teuer verkauft. Schauen jetzt, dass wir Hoffenheim besiegen können, um zumindest unseren Titel zu verteidigen. Das wäre eine sehr schöne Sache, Nekonam. Schau, Felix, da ist er. Den hätten wir in der Champions League gebraucht, den Jungen. 3-0.
Handwerker, Doppelpack. Gegen Slowenien. Schauen wir mal, was Deutschland da ausrichten kann. Vierter Spieltag der EM-Qualifikation. Musiala bringt uns in Führung. Sehr gut. Wir machen unser Tor. Richtig stark. Wir sind auch Spieler des Spiels. Ja, soll es aber sein. Turnier. Okay. Gut, Sportpark Haching ist voll besetzt. Da gehen sie sogar in Führung. Die Haringer. Kulu. Im Moment wären wir Tabellenführer. Denn Hoffenheim liegt gegen Leverkusen zurück. Wir wären sogar mit 2 Punkten Vorsprung Tabellenführer. Maianelli geht ja ab wie ein Zäpfchen mittlerweile. Guten Abend. Da wieder. Aarons. Handwerker muss nur noch einschieben. Nein. Ja, bitte. Bitter, bitter, aber wir sind Tabellenführer. Na komm. Mille wollen wir schon wieder. Wir verdienen jetzt mehr, bla bla bla.
Unterschreiben. Gut. Ja, sehr gut. Da könnten wir uns gleich. Na, für 3 Millionen kriegen wir nichts mehr. Gut. Ach, Leute. Ausgerechnet gegen die Bayern. 5 Spiele. Bis zum Saisonende. Fällt ja aus. Okay. Na, bravo. Na super. Majanelli, seine sechste Bude. Der Junge ist stark. Der hat sich stark gemacht in der Rückrunde. Majanelli schon wieder. Okay, probieren wir es nochmal. Nikonam. 28. Spieltag. Handwerker. Majanelli wird wieder umgegrätscht. Gelb-rot diesmal. Gelb-rot diesmal. Ecke, Handwerker. Marianelli 2 Punkte Vorsprung. Ja, Leute, wir könnten tatsächlich unseren Titel verteidigen. Die Roma und Lazio kämpfen um den Titel. Also es bleibt fest in Römerhand, die Serie A. Von den Großen nichts zu sehen. Inter Milan im Mittelfeld. Der FC Porto. Gut, Dortmund. So, unsere Jungs sind jetzt im Flow. Jetzt wäre das mal wieder was für Majanelli. Okay. Darida. Mulatieri. Erdmann mit dem Eigentor.
Dann lassen wir es noch halab. Mulatieri, dem gönn ich's wirklich, dem Jungen. Vier Punkte Vorsprung. Ich will unbedingt diesen Titel verteidigen. Arsenal gegen Lyon. 2-1. Metz gegen die Wanderers. Das könnte ein rein französisches, aber auch ein rein englisches Finale werden. Aber es ist ein rein englisches. Wow. Wolfsburg ist ja, im Mittelfeld nichts, was denen noch gefährlich werden könnte. Das achte Tor, sehr gut. Wieder 8 Tore gemacht, das ist gar nicht so verkehrt, was wir da spielen. Nekonam auch sein drittes. Mulatieri sein viertes. Jetzt will ich nochmal Bravo sehen. Sancho darf rein. Und Beppo Eda, der nie wirklich angekommen ist bisher. Bei uns. 7 Punkte, wir werden unseren Titel wohl verteidigen können, wenn es so weitergeht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir spielen jetzt gegen den Tabellenletzten. Okay, die Unterdruckhalle noch, aber ansonsten ist hier alles fertig. Sieht auch wirklich super aus, muss ich sagen. Fans sind wunschlos glücklich und wir haben echt mega, mega viele Angestellte. Und jetzt geht's gegen den Letzten. Gegen Saarbrücken, die in Führung gehen. Benze der Ritter hat's da erwischt. Handwerker. Evans, okay. Bringt uns das aus dem Konzept? Die Antwort im Moment ja. Leider ja. Bravo. Jawohl! Sechstes Tor, Handwerker. Kulusevski. Legt nach hinten auf Majanelli. Kulu nimmt die mit. Majanelli. Links ab Kulu. Majanelli. Handwerker nimmt den Ball mit. Okay, Hecke. Okay. Aarons. Galit Nekunam
aus, aber immer noch 7 Punkte Vorsprung. Jetzt kommen die Verletzungen. Jetzt kommen die Verletzungen. Ja, die Saison ist lang gewesen. Hoffenheim führt gegen Dortmund. Mal schauen, dass wir es irgendwie über die Zeit bringen. Nikonam auch völlig fertig. Handwerker. Okay. Gelbrot jetzt. Bravo, sein erstes Tor. Macht gleich den Doppelpack. Auf Vorlage nochmal von Handwerker. Wow. Das wären 8 Punkte und damit wären wir Meister. Wenn es so bleibt, sind wir Meister. Dann haben wir unseren Titel verteidigt. Es sind sogar 9 Punkte, wenn ich das richtig gesehen habe. Jo, wir sind Meister. Wir haben zum dritten Mal unseren Titel verteidigt, Leute. Wir sind Meister. Mega. Gegen Irland. Benze Darida wird nicht spielen können. Haben wir aber auch keinen anderen Stürmer mitgenommen. Okay. Na gut. Da haben wir uns natürlich nicht drum gekümmert. Kannst du? Nein. Okay. Dann spielen wir halt so. Mit uns als einziger Sturmspitze. Wird's. Jawohl. Sehr gut, der Kirstein. Eigentor unseres Torhüters. Rutscht eben durch, Kirstein. Blick verlängert, Musiala. Jupp. Oh. Ich weiß, Leute, die Saison war lang, aber wir führen, okay. Musiala. Knapp vorbei, okay. Jawohl.
Sehr gut. Damit ist klar. So, Sancho. Jetzt haben wir natürlich viele Verletzte. Handwerker, mach ihn rein. Jawohl, 7. Tor von Handwerker. Und Leute, der ist Linksverteidiger. Kein Torjäger. Hoffenheim liegt jetzt sogar zurück gegen Haching. Ja, wir machen unser 9. Weder Nekonam und sogar Ricci darf kommen. Aarons, sein 5. Ja, sowas von Klarmeister. Na, Torschützenkönig können wir nicht mehr werden. Aber persönlich wäre es natürlich noch schön, wenn wir 10 Tore voll kriegen. Boah, das ist nämlich schon eine sehr, sehr gute Saison, die wir da spielen. 4-mal in der 11 des Tages. Schaut mal, 8 Länderspiele, 4 Tore, das ist auch eine Mega-Bilanz. Letztes Spiel jetzt gegen Augsburg. Schau, Felix ist wieder da. Der will noch mal angreifen. Süleyman Sané. Arne Meyer. Wir machen unser 10. Das ist eine geile Sache. Das freut mich. Kumbula. Ecke von rechts. Aarons sticht vor das Tor. Aarons macht ihn selbst. Ja, wir gewinnen. Mega. Schon wieder Meister. Titel verteidigt. Newcastle ist Meister. OM ist Meister. Die Roma ist Meister. Und Barca ist Meister. Wir sind wieder mal in der 11 des Tages. Nach Tony Bradley. Die harten Green. Okay. Ja, da kannst du dich nicht beschweren, Leute. Da kannst du dich nicht beschweren. Wir schauen noch mal auf die Kaderzustellung. Der Hopp kann weg. Er kann kommen. Jetzt ist halt die Frage. Genau. Schauen wir mal in Curl, wenn wir noch mitnehmen könnten. Ja, alles, was für Deutschland spielen kann, spielt auch. Okay. Natürlich konkurrenzfähig ist. 4 Millionen.
Real Madrid oder Valencia die Euroleague fest in Hand der spanischen Clubs. Real könnte es machen. Und die machen es auch. Glückwunsch an Real. Die Eintracht gegen RB Leipzig. Geht in Führung. Leipzig gleicht aus. Spannendes Spiel. Geht sogar in die Verlängerung. Geht es auch ins Elfmeterschießen? Nein! Leipzig holt sich vorher den Titel. Genau wie Crystal Palace, Lille, Venedig und Rayo Vallecano. Okay. Beppo hat eine bessere Spielübersicht. Okay. Dann muss er jetzt nur noch. Schauen wir. Flanken. So Leute, wir feiern die Meisterschaft. Nicht mehr so gut wie bei der ersten Meisterschaft. Man hat sich schon langsam dran gewöhnt. Ja, mei. Alle Jahre wieder Meisterfeier in Köln. Jetzt will ich aber auch. Oh, Wolverhampton. Wolverhampton können die Champions League gewinnen. Jo. Und das tun sie auch. Also, während die Champions League fest in der Hand der Engländer ist, ist die Europa League in der Hand der Spanier. So, was haben wir noch? Kohle, 19 Millionen, naja. Kann England auch hier zuschlagen? Nee. Nein, aber so gar nicht. Ganz klar verlieren sie gegen die Argentinien. Hannover. Hannovers Steffen Baumgart ist Trainer des Jahres. Das ist ja kaum zu glauben. João Félix ist Spieler des Jahres. Sehr gut. Und Bulatti ist. Ich verstehe es nicht. Also man muss nicht alles verstehen können. Okay. Das ist nice. Wir haben die 50.000 voll gekriegt. Wahnsinn. Gegen Bayern zahlst du immer drauf. Werl in der Bundesliga. Dafür verlangen wir ein bisschen mehr für die Tickets. Schnitt kriegen wir hin, den kriegen wir hin. Meister, was weiß ich, immer das werden. Weiß ich auch noch. Hier, Pokalrunde weiter. Ja gut, ist eigentlich klar, was man da nimmt. Aber wir verhandeln natürlich. Angebot war eh zu schlecht.
Okay, damit ist klar, welches wir nehmen. Apex, die Apex Group. Da kann man ja wirklich New Balance zahlt jedes Jahr fast 11 Millionen. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Torwarttrainer. Komm. Und Ole Werner wird auch ersetzt. Da gibt eigentlich nichts Besseres, okay. Schau, Felix wurde wieder zum Captain gewählt. Erste Runde dürfen wir gleich zu Hause antreten, okay. Gegen den Zweitligisten. Finde ich gut. So, wie schaut's aus? Puh. Hart schaut's aus. Richtig hart. Außer Benze der Rieder. Er ist ja wenigstens auf 11 geblieben. Haben sich eigentlich fast alle verschlechtert. Kulu nicht, aber Mulatieri und Joao Felix auf jeden Fall. Beppo Eder. Eieiei. Ja, da müssen wir schauen, wie es weitergeht. 44 Millionen stehen zur Verfügung. Ja, ihr seht es selbst. Kann man da was kaufen? Nein. 52% immer noch gewonnen. Wir sind wieder Meister. Zum dritten Mal hintereinander. Vierte insgesamt einen Supercup-Sieg und eine Champions League-Teilnahme. Auch die fünfte Meisterschaft wollen wir natürlich holen. In Folge. Also die vierte in Folge und die fünfte gesamt. Aber das wird schwer. Und wir greifen auch wieder in der Champions League an. Mittlerweile schauen wir mal auf unsere Statistik. Ach, ja, das haben wir ja schon gesehen. 54 Tore in 255 Einsätzen ist jetzt gar nicht mal so verkehrt. Der Heimwerkerkönig, der ja leider mittlerweile schon 33 Jahre ist. Sechs Länderspiele, ein Tor, hat in 271 Spielen 58 Tore für uns geschossen. Das heißt, Linksverteidiger, war nicht umsonst einmal Spieler des Jahres. Nicht schlecht, 62 Mal in der Elf des Tages. Nicht verkehrt, der Junge. Jo, in dem Sinne, liebe Leute, ich sag danke fürs Zuschauen. Sehr schön. Ich sage danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir haben unseren Titel verteidigt. Haben einiges vor, was die Kaderplanung angeht. Eieieiei. Jo. Und in diesem Sinne sage ich euch Tschüss, Ciao und Servus. Habt noch einen guten Tag. Ich bin raus. Wir werden einiges hier verkaufen müssen, sehe ich schon. Mach mal alles in der nächsten Folge. Wir brauchen vielleicht noch einen 12er Stürmer und vielleicht auch noch
etwas in der Innenverteidigung. Naja, wir werden schauen, was es sich ergibt. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Euer Kurt sagt Tschüss, Ciao und Servus.